willkommen zum traditionellen Mariensingen in Maria Rhein. Bereits zum 22. Mal hat Wolfgang Weber Gesangs- und Instrumentalgruppen eingeladen, die in einer der ältesten Marienwallfahrtskirchen Bayerns singen und musizieren. Wir freuen uns über so viele Interessierte, besonders, dass uns der stellvertretende Landrat Roman Haug und die stellvertretende Bürgermeisterin Gudrun Steiner uns die Ehre geben. Ein erstes Gotteshaus soll es bereits um das Jahr 1086 gegeben haben. Ihr heutiges Aussehen erhielt die Kirche vor allem in den Jahren 1496 und 97. Später kamen Altäre aus der Barockzeit hinzu. Die Malereien hier oben im Langhaus stammen von Gabriel Necker, der damals in Füssen ansässig war. Sie sind am Ende des Dreißigjährigen Krieges im Jahr 1648 aus Dankbarkeit für die Errettung vor Krieg und Pest entstanden. Die Fresken hier im Chor und im Eingang in den Vorzeichen erzählen die Wallfahrtsgeschichte. Sie schuf Franz Anton Weiß aus Rettenberg im Jahr 1767. Aus Rettenberg stammt auch die Jodlergruppe, die heute typische Gesänge aus der Region anstimmen wird. Den Auftakt haben bereits draußen die Alphörner und hier in der Kirche die Bläsergruppe der Musikkapelle Maria Rhein gemacht. Seit vielen Jahren wirkt das Jodlerduo Franz und Roland Böck aus Weißensee mit. Ihren ersten Auftritt beim Mariensingen hat die Halbtonmusik aus Stötten. Allerdings sind einige Musikanten ausgefallen. Übrig geblieben ist nur eine Harmonika, der Stefan Ganzohr, aber er hat mir gesagt, er wird die Stücke so im Programm, wie sie drin sind, dann alleine spielen. Zum ersten Mal sind heuer auch die Burgglöcklerfehler mit dabei. Sie stammen aus Autalhofen und fischen im Allgäu. Sie alle stimmen in den Lobpreis Mariens mit ein. Im Namen aller Mitwirkenden wünsche ich Ihnen eine besinnliche Stunde in dieser besonderen Wallfahrtsstätte. Eine der herausragendsten Arbeiten in Maria Rhein ist die Kanzel. Lange Zeit glaubte man, dass diese von den Frontner Bildhauern Peter Hehl, Mann Anton und Josef Stapf angefertigt wurde. Heute gelten Melchior und vor allem Johann Richard Eberhard aus Hindelang als ausführende Künstler. Als Stütze der Kanzel dient ein Engel, den ein Weilheimer Bildhauer bereits um 1620 geschnitzt hat. Auf der Kanzel wurde das Wort für die zahlreichen Wallfahrer verkündet. In den Predigten nahmen die Geistlichen immer wieder auf Maria Bezug. Die vergoldeten Reliefs stellen Gleichnisse aus dem Neuen Testament dar. Ganz vorne das Gleichnis vom Sämann. Es steht für den Samen das Wort Gottes symbolisierend, der auf unterschiedlich fruchtbaren Boden trifft und unterschiedlich viele Früchte bringt. In der Mitte ist der Fischzug Petri zu erkennen. Es ist ein Zeichen der Hoffnung des Erfolgs der Predigt. Rechts folgt eine Frau mit einer Drachme, die sich über das Wiederfinden eines Geldstücks mit geringem Wert freut. Auf der Rückwand der Kanzel ist Jesus als der gute Hirte zu sehen, der sein Leben für alle Anvertrauten hingibt. Bei genauem Hinschauen kann man die vier Symbole der Evangelisten erkennen. Unter dem Kanzelkorb ein Adler mit einem Tintenfass. Er steht für Johannes. Unter dem Schalldeckel kann man links einen Löwen für Markus und rechts einen Stier für Lukas ausmachen. Auf der Erdkugel auf dem Schalldeckel oben steht ein Putto für Matthäus. Davor symbolisieren drei Engel oben die drei göttlichen Tugenden. Die Liebe mit dem Herz, der Glaube mit dem Kreuz und die Hoffnung mit einem Anker. Ganz oben bläst ein Engel die Posaune. Das bedeutet, das Wort Gottes klingt in die Welt. Aber nicht nur Texte, die früher von der Kanzel gepredigt wurden,
stärken das christliche Leben, sondern auch Lieder und Weisen, die Maria und ihre Liebe zu den Menschen zum Thema haben. So segne sie alle auf die Fürsprache Mariens und aller Heiligen, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.